2000 Euro bar auf die Hand, wenn du deinen Arbeitgeber wechselst. Der Arbeitsmarkt wird gaga. Naja, ist ja schon viel Geld, also wäre schon cool. Das passt nicht eigentlich zu einem modernen Verständnis über einen Arbeitsplatz. Wer hat am Ende wirklich etwas von den großzügigen Bonuszahlungen? Also ich denke, da steckt schon auch ein finanzielles Kalkül dahinter. So viele Vorteile gab es noch nie für Jobwechsler. Max will wissen, warum bieten Arbeitgeber Geld fürs Jobhopping? Fachkräfte werden vor allem hier gesucht, Max am Frankfurter Flughafen. Schon seit 2022 zahlt die Fraport eine Prämie für neue Mitarbeiter. 1000 Euro winken bei der Bodenabfertigungstochter Fraground. Dass die Fraport schon früh in den Trend eingestiegen ist, hat seine Gründe, sagt Sprecher Andreas Schopf. Wenn wir mal auf den Luftverkehr schauen, das war die Branche, die als allererstes von den Corona-Maßnahmen betroffen war. Und es war auch die Branche, die als allerletztes wieder zurück zur Normalität kehren konnte. Und natürlich mussten dann auch Maßnahmen getroffen werden. Viele Kollegen, Kolleginnen haben das Unternehmen verlassen, haben sich anderweitig orientiert. Laut einer Auswertung der Jobplattform Indeed im Auftrag der Wirtschaftswoche gibt es immer mehr Stellenanzeigen mit Jobwechselprämien. 2019 gab es auf der Plattform von 1 Million Anzeigen 3050 Anzeigen mit einer ausgeschriebenen Prämie. 2023 waren es 7129. Der Anteil ist zwar gering, ein Trend ist aber erkennbar. 4000 neue Mitarbeiter habe die Fraport seit Einführung der Prämie gewonnen. Für Andreas Schopf ist allerdings klar, Geld ist beim Jobwechsel nicht alles. Arbeitgeber wollen, dass Arbeitnehmer auch im Job bleiben. Klar ist ja, dass das Geld ein Faktor ist für die Auswahl des Arbeitgebers. Und wenn es dann noch einen Bonus gibt, neben eben den ganzen anderen Zusatzleistungen, sei es das Deutschlandticket, sei es bezuschusstes Essen in der Kantine, sei es eben auch die Sicherheit des Arbeitsplatzes. Also ich glaube, dass das dann in Summe mit den anderen Zusatzleistungen auf jeden Fall ein Faktor ist. Die Fraport ist nicht das einzige Unternehmen, das so eine Prämie auszahlt. Vom Krankenpfleger bis zur Mechanikerin. Viele Arbeitgeber in Hessen locken mit einer Prämie. Die Bonuszahlungen zwischen 300 und 4000 Euro. Ich meine, ich wechsle ja meinen Job nicht wegen dieser Prämie. Wenn ich überlege, den Job zu wechseln, dann kann ich das ja auch mitnehmen. Kann ich mir schon vorstellen, für manche Leute ist das ein Anreiz. Ja. Für mich jetzt persönlich nicht. Ja, die Mitarbeiter, die Kollegen, das ist das Wichtigste, ne? Dass mit den Kollegen halt passt. Ich meine, an sich gute Leistungen beim Job wären auch gut, wenn man sagt, man kriegt dauerhaft gute Leistungen oder irgendwelche Bonussachen. Aber ja, einmal so eine Prämie ist natürlich besser als nichts. Die Prämie mitnehmen gerne, nur dafür den Job wechseln wohl eher weniger. Dafür müsste schon mehr her. Das dürfte auch den Arbeitgebern klar sein, sagt Michael Neugart, Ökonom an der TU Darmstadt. Er denkt, dass der Bonus wahrscheinlich eher aus einem wirtschaftlichen Kalkül gezahlt wird. Könnten Sie sich auch überlegen, dass Sie 100 oder 200 Euro den Bruttomonatslohn erhöhen. Aber das müsste man dann eben für die ganze Beschäftigungsdauer bezahlen. Und dann weiß man eben nicht so genau, wie lange das sein wird. Und mit so einer einmaligen Zahlung hat man einen finanziellen Anreiz, aber man verpflichtet sich eben nicht so lange. Bei der Prämie gehe es eher um einen Werbeeffekt. Irgendwie müssen die Arbeitgeber am Arbeitsmarkt also herausstechen. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt lässt sich gut mit der Anzahl der offenen Stellen erklären. Momentan gibt es laut dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung rund 1,7 Millionen offene Stellen. Dazu kommen rund 2,6 Millionen Arbeitssuchende. Das Verhältnis ist entscheidend. Auf eine Stelle kommen 1,5 Arbeitssuchende. Früher war die Konkurrenz größer. Vor 10 Jahren kamen etwa 4 Arbeitssuchende auf einen Job. Der Vorteil liegt also bei den Arbeitnehmern, weil es heute weniger Konkurrenz gibt. Das macht Arbeitgeber kreativ. Und so eine Prämie hat sich auch schon woanders bewährt, sagt Michael Neugart. Wenn man aufmerksam die Sportseiten liest und sich ein bisschen für Fußball interessiert, dann ist es nicht mehr so neu. Da werden schon seit vielen Jahren Handgelder bezahlt, Wechselprämien bezahlt, wenn ein Fußballer einen Verein verlässt und zum anderen geht. Dort, wo also viel Konkurrenz oder Fachkräftedruck herrscht, wird also gerne in die Tasche gegriffen. Zum Beispiel im Handwerkerberuf oder bei der Pflege. Max beim Agaplesion-Krankenhaus in Gießen. Hier wird gerade ein Mitarbeiter im Herzkatheterlabor gesucht. Prämie 2000 Euro. Im Moment ist es einfach so, dass Berufe im Gesundheitswesen in der Öffentlichkeit eher als unattraktiv gelten. Aber unsere Arbeitsbedingungen hier im Haus, glaube ich, sind gar nicht so unattraktiv.
wie das aktuell medial auch landesweit so in den kommuniziert wird. Ja, und das war der Grund, warum wir gedacht haben, jetzt schreiben wir es auch einfach mal mit rein. Auch hier geht es also um den Wettbewerb am Arbeitsmarkt. Die Frage bleibt aber, warum kann man nicht einfach mehr Gehalt zahlen und auf eine Prämie verzichten? Ina Junger sagt, man könne zwar mehr zahlen, in der Pflege würde das aber bedeuten, dass man insgesamt weniger Personal einstellen kann. Die Krankenkassen zahlen uns für unsere Patienten sogenannte Fallpauschalen und da bekommen wir nur begrenzte finanzielle Mittel. Und es wäre ja letzten Endes auch niemandem geholfen, wenn wir der Masse mehr zahlen, dafür dann aber uns so einschränken müssen, personell, dass wir das gar nicht mehr bewerkstelligen können und das unseren finanziellen Rahmen sprengt. 2024 bleibt ein Arbeitnehmerjahr. So gute Bedingungen gab es selten. Gerade wer einen begehrten Beruf hat, der hat eine super Verhandlungsposition.